So, Hallihallöchen, Hänsel, bitte hier willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Ranger 3. Bevor wir die eine Quest abgeben, habe ich hier eine zweite Side-Quest bemerkt. Tut mir leid, dich mit so einer Lappalie zu belästigen, Ranger. Aber vielleicht kannst du mir ja helfen. So, mein Sohn lebt in der Almia-Region und arbeitet auf den Feldern der sogenannten Partnerfarm. Hin und wieder schickt er mir frisches Gemüse. Er müsste eigentlich gerade Erntezeit sein, doch dieses Jahr ist bei mir nichts angekommen. Dabei freue ich mich doch immer so sehr darauf, sein Gemüse ins Salzwasser einzulegen und dann zu essen. Ah, hier sind sie also. Guten Tag. Ich habe sie schon gesucht. Schönen guten Tag. Suchen Sie wieder jemanden, den Sie zum Angeln begleitet? Nee, darum geht's heute nicht. Ich machte die Auslieferung für die Botogelpost. Ach so, Sie arbeiten als Zusteller. Wo ist mein Paket eigentlich? Haben Sie eine Lieferung für mich? Das könnte man sagen. Die Sache ist nur die. Wir vom Botogelpost haben da ein Paket für Sie befördert. Nur ist uns das dummerweise über der östlichen See ins Wasser gefallen. Es war ein Paket von Ihrem Herrn Sohn. Oh, nee, Mann. Ja, um die Distanz zwischen der Almia-Region und Oblivia zu überbrücken, befördern wir solche Pakete über ein gestaffeltes Botogel-Netzwerk, was für die Strecke dann noch mehrere Tage in Anspruch nimmt. Ich befürchte, bei der Staffelübergabe hoch oben in den Lüften gab es ein kleines Missgeschick. Und schwupps, da war es geschehen. Oh, nee, Mann. Aber sowas kann natürlich schon mal passieren. Na, dann brauche ich mir wohl keine Hoffnung zu machen. Ich bedauere diesen Vorfall. Ich habe mir schon überlegt, ob ich nicht mit einem Boot rauf aufs Meer fahre und versuchen soll, das Paket an den Haken zu kriegen. Schließlich bin ich passionierter Angler, aber das ergibt letzten Endes wohl doch keinen Sinn. Oh, wen haben wir da? Ein Ranger? Wenn das mal kein gutes Timing ist. Wenn uns jemand aus dieser Bredouille helfen kann, dann du. Okay. Tut mir leid, wenn wir dich damit überfallen, aber wärst du wirklich eine große Hilfe. Was mir mein Sohn schickt, ist mit Geld überhaupt nicht zu bezahlen und unersetzlich. Ich weiß, das ist viel verlangt, aber manchmal muss man so forsch um etwas bitten. Aber du brauchst ein Boot. Das habe ich auch mal Interessantes aufgeschnappt, mal. Etwas, das mit Geld nicht zu bezahlen ist. Hm? Dieser Schatz ist in der östlichen See am Meeresgrund. Ah, den schnappen wir uns noch, bevor der Ranger ihn findet. Ach, ihr Pokénepper, ihr hört doch auch nur mit halbem Ohr zu. Tja. Aber das ist auch deren Problem dann. So, du hast einen Dummiesel gewollt und hier kriegst du eins. Oh, ein Dummiesel! Ich weiß noch nicht, ob es dasselbe ist, als ich mich neulich begegnet bin, aber keine Sorge, ich werde diesmal abgeschwächtes Blitzlicht einsetzen. So, dann steht dem Fotokriegen ja nichts im Weg. Sei bitte ganz entspannt und das gibt die besten Fotos. So, dann zunächst mal ein Bild mit einem positiven Blick. Dumm. Ja, und jetzt nochmal die Walzer. Dumm, dumm. Ja, genau das wollte ich sehen. Jetzt noch den Trashflegel, wenn ich bitten dürfte. Sieht genau gleich aus, aber ey, die haben ihre Fotosession. Ich bin happy. Die sind happy. Ja, das werden ganz erstklassige Fotos. Dann meldet sich Joran nach langer Durchstrecke wieder zurück. Jetzt kann ich dieses Pokémon in einem Jahr und 4 Jahre endlich in einem großen Publikum zugänglich machen. Ranger, danke für die Hilfe, Mann. Und danke, Dummiesel. Vielen Dank für alles. Was wollen wir denn als nächstes machen? Hä? Was ist denn? Möchtest du dich einen deiner Pokémon-Freunde vorstellen? Ich würde dir gerne folgen, wenn es recht ist. Oh, und der speedet auch mit so Fullspeed ab. Er geht halt wirklich. Ja, vielleicht werden wir nochmal was liefern müssen oder so. So, jetzt brauchen wir noch einen Drift-Zeppeli. Und haben noch diese Tauchmission. Ich glaube, Sidequest-technisch war das jetzt auch alles. Ich habe mal nachgeschaut. Es gibt 53 Sidequests in dem Pokémon-Teil. So als genaue Zahl. Und wir haben ja jetzt ungefähr die Hälfte. Glaube ich. Okay, wir müssen höchstwahrscheinlich mit der MS Ranger fahren. Und ich wollte eigentlich vorhin schon einen Staraptor fangen, aber ich habe nicht dran gedacht. Weil ich blöd bin oder so.
So, für uns geht's jetzt zur Villa Diagonal. Jetzt keine neue Sidequest, wie es aussieht. Ich weiß gar nicht, wie das mit den Häusern ist. Sind da Sidequests in den Häusern? Das wäre blöd, weil die würde ich echt nicht mitkriegen. Ich betrete keine fremden Häuser. Ich habe da einen Haar in meinem Touchpen. Oh ja, sind's. Ach nee. Oh, da muss ich ja halt die ganze Zeit in Häuser noch einbrechen. Voltilam. Aus irgendeinem Grund kann ich seit kurzem einfach nicht mehr einschlafen. Angeblich soll ich selbst im Geiste Voltilam zu zählen. Tja, aber ich habe jetzt schon hunderte gezählt und bin kein bisschen müde. Aber es soll ja auch noch andere Methoden geben, um müde zu werden. Es gibt ein Pokémon, der Fähigkeit, sein Gegenüber in Schlaf zu lullen. Hypnos? Noctu. Ach so. Es braucht keine Hunderschaften. Eins würde schon genügen. Ja, Noctu ist oben bei der Villa. Ja gut, bringen wir kurz vorbei. Das können wir ja schnell machen. Weil Weltretten ist ja auch echt erst an zweiter Stelle angesetzt. So, bei dem Drift-Zepeli, da bin ich unsicher. Ich glaube, man kann es nur in der Luft fangen. Warte, wieso fange ich mir eigentlich Staraptoren, wenn wir Latios haben? Ich brauche ja gar keinen Staraptor mehr, ne? Ich glaube nicht. Hat sie auch noch Sidequests? Tatsächlich. Och, verdammt. Und ich wundere mich, warum wir das ganze Spiel über so wenig Sidequests kommen. Ranger, weißt du, wo mein Schnurgas ist? Wo ist es nur? Wo ist es nur? Ach, tut mir leid, aber ich bin einfach so aufgebracht. Mein Schnurgas will einfach nicht nach Hause kommen. Das hat mein Lieblingsteller zerbrochen und ein echtes antikes Stück. Gedankenlos wie ich bin, habe ich es dafür bitterböse ausgeschimpft. Doch wenn es einfach durchs Fenster ausgebüxt. Ranger, weißt du, wo mein Schnurgas ist? Wo ist es nur? Oh, mein armes Schnurgas. Hm? Die Frau ist offenbar ziemlich aufgebracht. Willst du ihr helfen? Ja, okay. Schön, dass ich unser SLS dazu befragt. Oh, tut mir leid, dass ich mich schon wieder so aufrege. Ich hoffe einfach nur, dass mein Schnurrgas bald wieder auftaucht. Okay, aber da haben wir jetzt gar keinen Anhaltspunkt, wo das sein soll. Naja. Okay, und ich muss mir merken, noch in die anderen Häuser alle zu gehen. 1273. Oh, du hast mir doch hoffentlich das Noctu mitgebracht. Ja, guck mal hier. Noctu. Also an liebes Noctu, bitte walte deines Amtes. Noctu. Psychohypnose meine ich. Oh, ich konnte endlich einschlafen. Ranger, vielen Dank. Oh. Guten Morgen, Ranger. Dank deiner Hilfe habe ich endlich ein wenig erholsamen Schlaf abbekommen. Was hast du dich aber auch nicht schlafen schickt? Tja, scheint mir ein ziemlicher Schelm zu sein, was? Scheiße, wir haben einen Tag verpasst. Die Welt geht unter und wir schläfen uns ein. Eia. Ja, guck mal, es war noch eine sehr frühe Mission mit 10 Ranger-Punkten. Und hier ist auch noch eine Mission, na klasse. Da bist du ja, heute bist du aber spät dran. Hä? Oh, du bist ja du, Ranger. Sorry, ich dachte, du wärst jemand anderes.
Mit wem ich dich verwechselt habe? Naja, weißt du, hier kommt jeden Tag ein Mankey vorbei und holt sich bei mir etwas zu essen. Auch heute habe ich für dieses Mankey was Leckeres zu futtern vorbereitet. Aber es hat sich irgendwie noch nicht blicken lassen. Na, ich hoffe, es hat sich nicht den Magen verdorben. Aber jetzt machen wir schon ein bisschen Sorgen. Könntest du für mich nicht nachsehen, ob es dem Mankey gut geht? Ja, klar, Mann. Auch hier haben wir keinen Anhaltspunkt, wo das Vieh sein soll. Aber hey. Bist du bereit? Ich bin immer bereit. Bereit. Gut, der Messranger läuft aus. Melde gegenwärtigen Aufenthaltsort, die Koordinaten. Das Signal eines vermutlich von Menschenhaft geschaffenen Objekts wurde am Meeresgrund geortet. Wahrscheinlich war es das, was Peter gesehen hatte, der Unterseetempel. Keine Sorge, Moritz und ich werden die Himmelsfestung von hier aus mit wachendem Auge beobachten. Pichu, den Regenbogen, ich hasse ja, oder? Pass gut auf dich auf. I will. Nähern uns dem vermutlich von Menschenhand geschaffenen Objekt. Oh, hier sind noch Luminions. Aber auch noch nicht gefangen. Eine Umkreisung ist so stark wie Relikans Angriff. Angry Zitra Kings. Aber actually, die haben Zertrümmern 4. Ich weiß nicht, ob man das hier brauchen kann unter Wasser. Oh. Verbindung ist. Ich habe gerade die Meldung, dass die Verbindung nicht so gut ist. Sehr strange. Mitnehmen gegen Relikant. Ja, das sieht doch schon mal richtig aus, als hätten wir die beiden richtigen Objekte verbunden. Oh mein Gott, es wird LGBTQ! Die in der Himmelsfestung denken sich jetzt auch, hä? Oh! Oder besser gesagt, ho, oh! Start nächste legendäre Pokémon. Oh, wir sind. Okay. Das ist jetzt ein bisschen sehr weit oben. Peter! Pichu! Erst kam ein Regenbogen aus dem Meer geschossen und direkt danach noch dieses Ding. Das muss der wahre Regenbogenaltar sein, nicht wahr? Oh, es hagelt Puderzucker. Oh oh. Du liebe Güte, Peter, sieh dir nur das an. Warum sind alle Legendär-Pokémon hier in der Oblivia-Region? Alle. Ich fasse es nicht. Das legendäre Pokémon Ho-Oh befindet sich direkt vor unseren Augen. Und das, wo der Beginn einer Freundschaft zu Ho-Oh sein könnte? Ja, aber es ist erstmal pisst. Thank you.
Holy fuck. Okay, es hebt ab. Pichu, genau, wir könnten dich jetzt brauchen. Schwer, wenn die pissig sind. Aber bisher noch ohne Schaden zu nehmen. Okay, ja, das war's. Oh, und Zupex ist auch weg. Oh. Schade. Bis gerade eben war's cool. Es kann trotzdem erst rangeben. Auch wenn wir leider Zumpex verloren haben. Oh ja. Okay. So, 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 so. Und du durchbrichst dann den Schutzschild. Es ist schon ein bisschen der Plot von dem Film Pokémon Ranger, Pokémon Ranger, von dem zweiten Pokémon-Film. Da ging es ja auch um Zapdos, Lavados und Arctos. Aber die drei haben dann Lugia hervorgebracht und nicht Ho-Oh. Aber Ho-Oh ist ja das Gegenstück zu Lugia der zweiten Spielgeneration an legendären Pokémon. Von dem her, flehe dich an. Du musst Lavados, Arctos und Zapdos von der Macht der Festung befreien. Okay. Mit der Macht von LGBTQ retten wir die Welt. Das Funkeln des Regenbogens, das in der Ferne erschien, befreite Feuer, Eis und Donner aus den Klauen des ruchlosen Herrschers. Wie die Prophezeiung es vorgesehen hat, der Regenbogen dieser alten Schrift ist also Ho-Oh. Oh ja, und jetzt können wir... Ja, mit anderen Worten hat Ho-Oh, also eine Schutzschild der Himmelsfestung, deaktiviert. Lavados, Arctos und Zapdos sind befreit. Vielen Dank, Ho-Oh. Und wir können uns... aufmachen zum letzten Gebiet. Jetzt, wo der lästige Schutzschild verschwunden ist, kommen wir endlich zur Entscheidungsschlacht. Lass uns noch einmal versuchen, in die Himmelsfestung einzudringen. Jo. Gut, dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's weiter. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Ciao.